Hallöchen Leute und willkommen zum großen Finale der Formel 1 Saison 2017. Es ist das vierte Jahr, in dem wir unterwegs sind. Hier sind wir nochmal im Bild, sehr, sehr schön, und es geht mit dem Red Bull zur Titelverteidigung. Gelingt es uns, Kimi Räikkönen heute zu besiegen oder nicht? Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dieses Finale wird ein extrem denkwürdiges Rennen, und ich empfehle eigentlich jedem, nicht durch das Rennen durchzuskippen, sondern das mal wirklich zu verfolgen, denn dieses Rennen hat alles, was ein Rennen braucht. Und das meine ich wirklich ernst. Ihr könnt es später auch selbst beurteilen. Und jetzt schauen wir aber erstmal aufs Qualifying und gucken mal, wie wir hier durchgekommen sind. Eine 1:36.8 steht hier schon mal als Zeit. Und im ersten Sektor, da verliere ich ein bisschen Zeit. Da bin ich nicht so gut durch die erste Kurve gekommen. In der vorigen Runde, da hatte ich so ein bisschen die Strecke extended. Und scheinbar war das doch schneller, wieder meiner Erwartung. Und fast 2 Zehntelsekunden fehlen da jetzt. Und jetzt schauen wir, wie wir durchs Geschlängel hier kommen. In die Haarnadelkurve rein verliere ich auch noch einen Ticken Zeit, aber der Kurvenausgang, der war umso besser. Und damit sind wir erstmals im grünen Bereich und haben hier ungefähr 1/10 Sekunde im Delta. Das ist eine ziemlich ordentliche Sache und darauf kann man auch bauen. Und jetzt bei der Schikane, ungefähr beim 100-Meter-Schild abgebremst, schön reinlenken, links über den Körb, rechts nicht den Körb mitgenommen, damit ich hier keinen Schwung beim Ausgang verliere. Und ihr seht, beim Ausgang, da habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen, aber auf der Geraden, da holen wir vieles wieder zurück und haben insgesamt wieder 1/10 Sekunde im Delta. Jetzt erneut beim 100-Meter-Schild abgebremst, links leicht über den Körb, rechts ziemlich stark und dann auch wieder links nochmal sehr stark den Körb mitgenommen, außen weit raustragen lassen, im vierten Gang hier durch die Linkskurve durch, 4 Zehntelsekunden haben wir schon im Delta, im letzten Sektor holen wir hier scheinbar alles raus, jetzt die schnelle Rechtskurve. Im dritten Gang genommen, das Auto übersteuert da leicht, ist ein bisschen unruhig, und im vierten Gang geht es jetzt durch die Doppel-Linkskurve, 5 Zehntel, und das Ganze wächst sogar zu 6 Zehntelsekunden heran, haben wir im Delta, auch die vorletzte Kurve gelingt ganz gut, und durch die letzte erwischen wir den Kurvenscheitel perfekt, über 7 Zehntelsekunden verbessern wir uns damit 1:36.1. Ganz vorne in der Startaufstellung Fernando Alonso, etwa eine halbe Sekunde vor Kimi Räikkönen schon, eine Traumrunde vom Spanier. Dahinter haben wir dann Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Bottas startet vor mir, Ricciardo vor Perez, Ocon und Grosjean. Kevin Magnussen startet vor Stoffel van Dorn mit einer Strafe, Nico Hülkenberg, vor Massa über Palmer, Sainz und Kwiat. Wehrlein startet vor Stroll, und ganz hinten haben wir Eriksson. Und wenn man auf die Gesamtwertung schaut, dann sieht man, dass wir vor diesem Rennen 7 Punkte Rückstand haben, und man könnte denken, okay, wenn wir gewinnen, sind wir punktgleich, falls Räikkönen Zweiter wird, und dann könnten wir den Titel holen. Falsch gedacht. Räikkönen hat nämlich in diesem Jahr 8 Rennen gewonnen, ich lediglich 7, und damit käme ich mit einem Sieg ebenfalls auf 8 Siege. Das Blöde ist, wenn man punktgleich ist und gleich viele Siege hat, dann zählt die Anzahl der zweiten Plätze, und auch da hat Räikkönen die Nase vorn, ebenso wie bei den dritten Positionen. Insofern müssen wir 8 Punkte mehr als Räikkönen holen in diesem Rennen, damit wir 1 Punkt Vorsprung haben, um den Titel zu holen. Alle anderen sind schon längst aus dem WM-Kampf raus. Und in der Konstrukteurswertung, da ist Ferrari schon vor 2 Rennen Meister geworden. Mercedes hat uns im letzten Rennen ziemlich hart überholt und überrollt, könnte man fast schon sagen. Wir haben 18 Punkte Rückstand. P2 ist allerdings noch möglich. Alles dahinter ist schon entschieden. Wir sind mindestens Dritter in der KWM. Und damit das Finale nochmal gut läuft, haben wir hier noch ein kleines Aerodynamik-Upgrade dabei. Etwas mehr Heckabtrieb soll es geben, und damit sind wir auf einer Augenhöhe mit Mercedes und sind sogar minimal weiter vorne. Ferrari und McLaren führen das Feld allerdings immer noch an, und gegen die Ferrari geht es ja heute zum Fahrertitel ran. Und in der Strategie, da sehen wir, erstmal ist die 1-Stop geplant, mal sehen, ob wir die auch durchbekommen, und 31 Runden Sprit habe ich dabei, damit also 3 Runden Überschuss. Schauen wir, wie das Rennen läuft, ich wünsche euch viel Spaß. Wie gesagt, ich würde keine Passage skippen, denn dieses Rennen ist einfach mega spannend. Und jetzt verabschiede ich mich hier aus dem Schnitt und wünsche euch sehr viel Spaß bei diesem Rennen. Oh mein Gott! Was ist da mit Räikkönen passiert?
Oh mein Gott, was ist da mit Raikkonen passiert? Alter, Moment, da muss ich selbst mal ins Replay schauen. Okay, bisschen zu spät. Okay, Alter, wo ist Raikkonen? Status Konkurrent. The difference is 6.0 seconds. They're on old Ultrasofts. Okay, wenn er die Position nicht angibt, habe ich zumindest im Qualifying gemerkt, ist er außerhalb der Top 10. Was ist da denn bitte passiert? Egal, wir schauen es uns mal an. Und in der Startwiederholung sehen wir, was passiert ist. Kimi Räikkönen erstmal mit einem super Start. Auch ich komme da sehr gut weg. Räikkönen schon neben Alonso. Ich starte da die Divebomb, berühre ganz leicht den Frontflügel von Hamilton. Aber das eigentlich Tragische ereignet sich vorne. Nämlich berührt Räikkönen in der Kurve Fernando Alonso. Und das schmeißt ihn komplett aus dem Gleichgewicht. Da sieht man es, die beiden Reifen berühren sich. Und er knallt gegen Sebastian Vettel. Und da fährt auch noch Hamilton rein. Vor uns greift Sebastian Vettel Fernando Alonso an. Absolute Bestzeit. Das, obwohl ich hier mit mehr Flügeln fahre als gedacht. Ich habe erst 2,7 probiert, aber dann bin ich auf 5,7 rüber geswitcht und im letzten Sektor war das ein wahrer Segen. Qualifying-Runde war auch hammermäßig gut. Während die beiden hier vorne kabbeln, können wir noch ein bisschen näher kommen. Räikkönen war indes, glaube ich, an der Box. Status Konkurrent. The gap is 40.5 seconds. They're on fresh supersofts. We think they've got one more stop. Okay, entering lap 3 now. DRS has been enabled. Das Ding ist aber, Räikkönen ist in so vielen Rennen so schnell gewesen. Ich traue dem Raten nicht. Der könnte jederzeit nochmal zurückkommen. Der könnte ihn jeder Situation nochmal angreifen und uns vielleicht hier den Sieg vermiesen. Unfassbar, ey, dass das hier direkt beim Start so eine komische Kollision gibt. Ich meine, ich selbst dachte, okay, vielleicht bin ich zu aggressiv gegen die beiden Mercedes vorgegangen, ja. Bin ich, glaube ich, auch. Ich habe da eine krasse Divebomb gestartet, aber ich musste was riskieren im Sinne des WM-Titels. Aber hätte ich gewusst, dass Räikkönen da so komisch nach Kurve 1 fährt, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht riskiert. So, Vettel greift jetzt Alonso an Seite fahren die hier durch, beide nicht mit einem optimalen Exit. Wir haben jetzt Windschatten von Alonso, Alonso DRS von Vettel, wir DRS von Alonso, doppelten Windschatten haben wir genutzt. Und hier Seite an Seite durchgefahren. Erst ein bisschen abgekürzt, dann habe ich Vettel noch mehr Platz gelassen, als regulär nötig war. Yeah, damit ich nicht vom Abkürzen profitiere. Oh mein Gott. Und die Kiste liegt ein bisschen unruhig jetzt im letzten Sektor. Das sind wahrscheinlich die schlotternden Knie. Jetzt, nachdem man unmittelbar mal die Führung übernommen hat und beste Aussichten darauf hat, den Titel zu verteidigen. Aber wie gesagt, Räikkönen, der kann noch sehr, sehr viel abrufen, glaube ich. Status Konkurrent. The difference is 40.2 seconds. They're on fresh supersofts. We think they've got one more stop. The time last lap was a 2 minute 3.5. Ja, der holt auf frischen Supersofts schon Zeit auf, also da sollte ich mir meiner Sache wirklich nicht sicher sein. Aber der Kurvenausgang war herausragend gut. Sebastian Vettel verliert hier unfassbar viel Zeit. Und Kimi Räikkönen mit der schnellsten Rennrunde. Zwar sehr spät gefahren, aber er ist schnell. Auf frischen Reifen bin ich vielleicht sogar noch einen Ticken schneller als die beiden hinter mir, aber ich kenne das aus den letztjährigen Abu Dhabi-Rennen. Mit zunehmender Renndauer ist auch die KI konkurrenzfähiger nochmal. Rechnen wir es nochmal durch. Wenn Räikkönen einen Punkt holt, dann muss ich schon Fünfter werden. Wenn er keine Punkte holt, reicht ein sechster Platz.
Sollte Raikkonen dann 2 Punkte holen, müsste mir auch ein 5. Platz eigentlich reichen. Wenn er 8. wird und 4 Punkte holt, benötige ich schon einen 4. Platz. Mit einem 7. Platz von Raikkonen bräuchte ich schon den 3. Also er muss nur 7. werden, um mich aufs Podium zu zwingen. Man merkt, der Red Bull hat viel mehr Traktion als die beiden Autos hinter mir. Vielleicht ist es so ein bisschen auch die Dirty Air, wobei bei so niedrigen Geschwindigkeiten dürfte die eigentlich nicht so stark sein. Aber gepaart mit einem guten Chassis kann das natürlich einen Unterschied machen. Und jetzt kriege ich keinen guten Kurvenausgang hin. Ich bleibe hier absolut innen. Weiter durchgerechnet, wenn ich 6. werde, wenn Raikkonen 6. wird, 8 Punkte holt, dann bräuchte ich schon den 2. Platz. Also hier ist noch nichts entschieden, trotz chaotischer Startphase. Sebastian Vettel ist schon an der Box. Nach 5 Runden kommt er rein. Nein, jetzt kann ich nicht mehr fragen, was Vettel... Fahrer hinter mir. Ich wollte wissen, was Vettel für eine Strategie fährt, weil das kommt mir arg früh vor. Ferrari sollte doch eigentlich Sebastian Vettel dazu verwenden, uns Druck zu machen. Status Konkurrent. The difference is 37.4 seconds. They're on fresh super softs. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 40.8. 1:40.8, das ist meine persönliche Bestzeit, die ich hier gefahren bin. Das heißt, Raikkonens Zeiten werden langsamer, er dürfte Verkehr haben oder vielleicht schont er auch ein bisschen den Motor. In jedem Fall hat er 3 Sekunden aufgeholt schon. Ja, sollten wir gewinnen, dann bringt Raikkonen auch ein 3. Platz nichts. Boxenstopp. Copy that. Oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Ich kann euch einfach so eine gute Chance aus der Hand geben. Complete, go now. Sebastian Vettel auf den Supersoft-Reifen gewesen. Aktuell wäre die WM wieder aus der Hand gegeben. Ja, die MGUK, die will nicht mehr so lange mitmachen. Die MGUH leider auch nicht. Status Konkurrent. Ja, meine Hoffnung muss sein, dass Raikkonen mehr als noch einen Stop verbleibend hat.
second is 2.1 seconds. Und hier nochmal im Replay erstmal der Angriff von Sebastian Vettel gegen Fernando Alonso, durch den wir erstmal zur Führung gekommen sind. Sehr, sehr schön zwischen den beiden. Die fahren da Rad an Rad und wir können uns da ransaugen und können davon profitieren. Und hier war Fernando Alonso schon im Windschatten von Vettel. Ich nutze die Situation natürlich und versuche außen vorbeizugehen und Sebastian Vettel rechnet nicht mehr damit, aber da platziert sich ein Red Bull neben ihn und damit ich ihn nicht von der Strecke fahre, habe ich da rechts nochmal leicht abgekürzt. Und etwas später, ja, da hat sich auch für uns eine tragische Szene ereignet. Ich habe mir nämlich den Frontflügel abgefahren. Alonso berührt uns da auch noch kurz. Aber hier haben wir nochmal ein schönes Überholmanöver. Weiter auf dem Weg nach vorne und hoffentlich wird das noch was. Ja, viele Leute waren schon an der Box. Genauso wie ich. Zwangsweise. Sonst wäre ich mit der Einstopp durchgefahren. Der Einstopp, die jetzt auch Fernando Alonso fährt. Noch 10 Runden reinkommen, 18 Runden auf den Softs durchfahren. Indes haben wir zweimal die absolute Bestzeit geholt. Sind immer noch im 39er-Bereich unterwegs. Also die Zeiten passen aktuell wie die Faust aufs Auge. Status Konkurrent. The gap is 20.3 seconds. They're on old super softs. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 42.9. Ja, Raikkonen hat zweifelsfrei jetzt viele Fahrzeuge zum Überholen. So, Fernando Alonso vor uns. Der fährt hier eine. Sehr gute Pace im Moment. Meine Ultrasoft sind zwar nicht mehr ganz so frisch, aber trotzdem dürften sie einen kleinen Vorteil gegenüber den Softs haben. Alonso zeigt aber, was er drauf hat. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir im regulären Rennverlauf auch P4 schaffen werden. Dann müsste Raikkonen, um Weltmeister zu werden, den 7. Platz holen. Und Romain Grosjean ist hier wirklich 12 Runden durchgefahren und er wird wahrscheinlich auf die Softreifen jetzt wechseln, jawohl, und auch da bis zum Schluss durchhalten. Ich bin immer noch im Bereich der 39er Zeiten unterwegs, das ist, denke ich mal, absolut ausreichend. Ja, den Sprit verwenden wir auch ganz gut, mein Chef. P3 könnte es im Renntrim noch werden. Dann müsste Raikkonen den 6. Platz holen. Wenn er 7. oder schlechter ist, dann war es das für ihn. Status Konkurrent. Kimi's in P10 at the moment. The difference is 23.1 seconds. They're on old super softs. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 40.5. The gap behind us is 5.2 seconds. Oh je.
Nicht nur, dass ich einen Fehler hier gemacht habe, Raikkonen ist außerdem noch auf Platz 10. Das heißt, viele Leute sind an die Box gefahren. Ja, ich halte den Abstand zum Teamkollegen aktuell sehr konstant, aber ich glaube, ich sollte jetzt an die Box fahren. Für den letzten Stint. Sebastian Vettel kommt ebenfalls rein. Er holt sich nochmal die... Release. Weiß nicht, welche Reifen ab. Valtteri Bottas fährt vorbei. Jetzt fährt Ricciardo vorbei. Grosjean und Esteban Ocon werden ebenfalls vorbeiziehen. Die beiden französischen Piloten. Damit sind wir im Moment wieder in einer Position, in der es nicht für den WM-Titel reichen würde. Gelbe Flaggen voraus. Und da ist jemand raus. Nein! Nein! Bitte nicht! Valtteri Bottas ist raus, aber... Ich hab's verstanden, Jeff. Sei still. Oh nein! Damit kommt Kimi Räikkönen wieder super nah ans restliche Feld ran. Statuskonkurrent. Ja, genau das. Erstens die Zeit, die er fährt. Zweitens der Abstand, der jetzt komplett weg ist. Wir gewinnen zwar eine Position dadurch, aber Räikkönen gewinnt rund 40 Sekunden allein zu uns. Oh je, das wird echt ein Zitterfinale. Mittlerweile ist er auch auf frischen Softs unterwegs. Ich könnte fast überlegen, hier nochmal für Ultrasofts reinzukommen. Soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Okay, das Delta ist jetzt weg. Ich würde höchstens hinter Palma zurückfallen. Nee, ich nehme die frischen Reifen bis zum Schluss mit. Da ist gerade jemand an der Box. Überholen wir die Person. Sergio Perez, ja bitte. Das ist die 6. Position im Moment. Oh je, oh je, oh je. Und damit wären wir wieder in einer WM-fähigen Position. 8 Punkte würden wir im Moment holen. Räikkönen, glaube ich, immer noch 0. Statuskonkurrent. The gap is 22.8 seconds. They're on fresh softs. The time last lap was a 150.0. Okay, dann springen wir zum Schluss der Safety-Car-Phase. Mann, 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 dass der Mercedes gerade jetzt hochgehen muss. Oh je, wir können natürlich auch davon profitieren und können uns nochmal ein bisschen nach vorne kämpfen. Wir haben direkt eine Position dadurch gewonnen, dass Bottas ausgeschieden ist. Aber wie gesagt, Räikkönen kommt jetzt erst wieder in eine Position, in der er den WM-Titel einfahren kann. Und das schmeckt mir überhaupt nicht. Okay, Leute, jetzt kommt es drauf an. Es wird 8 Runden noch gepusht. Und zwar volle Möhre. Räikkönen aktuell auf 11, vor ihm Danny Kwiat, Lewis Hamilton auf der 9, auf der 8 Nico Hülkenberg. Das heißt, Räikkönen hier mit guten Chancen Sergio Perez. Also, wenn der mich jetzt überholt, dann werde ich auf jeden Fall einen Rewind nutzen. Es geht nicht klar. Was ist denn hier los, Fernando? Was machst du denn? Räikkönen kann sich also safe um 2 Plätze noch verbessern. Den Renault und den Toro Rosso könnte er bekommen. Alles Weitere steht in seiner Macht und nicht in der des Ferrari. Aber der Ferrari ist schnell genug, dass er sich noch weiter verbessern wird. Deswegen brauche ich Positionen. Räikkönen noch nicht an Kwiat vorbei.
Vettel hat die Oberhand gegen Alonso. Der hat auch viel frischere Reifen jetzt. Vettel fährt, glaube ich, auch auf frischen Softs oder Super Softs. Und Ricciardo probiert sich jetzt auch an Alonso. Status-Konkurrent. Daniel sat in P4. Our gap to our teammate is 0.5 seconds. They're on old softs. The time last lap was a 1:41.0. I see, Daniel. Status-Konkurrent. The difference is 4.7 seconds. They're on old softs. The time last lap was a 1:42.0. Raikkonen immer noch hinter Dani Kvyat. Ist das jetzt Abu Dhabi von 2010 Reloaded? Kommt der Ferrari nicht vorbei an ein deutlich langsameres Auto? Wir sind vorbei am McLaren. Und damit würde Kimi Raikkonen im Moment auch ein fünfter Platz nicht weiterhelfen. Es kann noch jederzeit was passieren. Bottas ist auch ausgeschieden. Da kann noch jedes andere Fahrzeug im Feld ausscheiden. Vettel tut alles in seiner Macht Stehende, versucht, dass ich da nicht rankomme, um weitere 7 Punkte gut zu machen. Aber Raikkonen, der muss es gerade richten. Status-Konkurrent. The gap is 6.7 seconds. They're on old softs. The time last lap was a 1:41.4. Ich glaube, der ist immer noch hinter Dani Kvyat. Zumindest entfernen sich die beiden enorm vom Feld. Und ihr seht, es sind nicht nur zwei Autos, die da gerade um die Kurve gebogen sind mit Kvyat und Raikkonen, sondern es sind auch noch zwei weitere Autos. Das ist ein Indiz dafür, dass Kvyat nicht nur Raikkonen aufhält, sondern auch andere Leute. Ergo, Kvyat ist noch vor Raikkonen. Status-Konkurrent. Kimi's in P10 at the moment. The gap is 6.9 seconds. They're on old softs. The time last lap was a 1:41.4. Ich überlege gerade, Raikkonen wird sich ein bisschen ärgern, dass er nicht auch in die Box gerufen wurde. Das erinnert ein bisschen an China jetzt, 2018. Als man in der Safety-Car-Phase es verpennt hat, Raikkonen auch auf frische Reifen rauszuschicken. Wie gesagt, ich traue Raikkonen eine Menge zu. Der Typ war in Mexiko allen überlegen. Der war in Brasilien, glaube ich, wieder eigentlich allen überlegen. Der ist 8 Siege eingefahren in dieser Saison. Ich habe 7 Siege gesammelt und mal unter der Annahme, dass Sebastian Vettel hier dieses Rennen gewinnt, heißt das Raikkonen und ich, wir haben 3/4 der Saisonsiege unter uns ausgemacht. Das heißt, es bleiben nur noch 5 übrig für die Mercedes. Für Vettel. Ich glaube, sonst hat vielleicht mal Force India gewonnen. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ansonsten niemand. Oh je, schaut mal. Also alles bis zu dem Typen hinter Ricciardo ist sehr, sehr eng beieinander und fährt gerade sehr schön vorne weg.
Ich darf natürlich auch keinen Fehler machen. Ich habe mir nämlich ja schon den Frontflügel im ersten Stint abgefahren. Das darf nicht nochmal passieren. Denn wenn ich jetzt P2 halte, dann muss Raikkonen Fünfter oder besser werden. Und die Top 5 entfernen sich gerade sehr schnell vom Feld. Vom restlichen Feld. Jeff, sei leise. Bitte. Confirmed. Bitte. Sowas wie eine Spritangabe brauche ich jetzt erst recht nicht. Ich habe 1,5 Liter im Überschuss. Da brauche ich wirklich null Informationen zum Sprit. Wenn ich aber abrutsche, dann reicht Raikkonen, wie gesagt, ein 6. Platz. Dann muss ich hoffen, dass er nur 7. wird. Deswegen darf ich gegen Alonso die Position nicht verlieren. Status Konkurrent. Kimi's in P10 at the moment. The difference is 10.6 seconds. They're on all softs. The time last lap was a 1:42.1. Man schaut mal, wie weit er von P6 entfernt ist. Das ist ein Hauch von nichts. Moment, ist auf 5 Grosjean? Es ist nicht Hamilton, es ist Grosjean? Er besiegt beide Force India, der Kerl, wenn er das wirklich ist. Status Konkurrent. Kimi's in P10 at the moment. The difference is 11.5 seconds. They're on old softs. The time last lap was a 1:42.4. So ein verrückter Rennverlauf, das kann sich wirklich keiner ausdenken. Erster Fehler von Raikkonen, ich bin mir dann ziemlich sicher, dass das irgendwie was wird, dann der Frontflügelschaden. Dann der Ausfall von Bottas, wodurch Raikkonen 40 Sekunden Zeit zumindest zu uns aufholt. Oder fast 40 Sekunden. Ein paar Überholmanöver, die uns hier in eine komfortable Position bringen, aber ganz im Ernst, Komfort sieht anders aus. Status Konkurrent. Kimi's in P10 at the moment. The gap is 12.1 seconds. They're on old softs. The time last lap was a 1:41.0. Zwei Runden verbleiben bei diesem absolut verrückten Rennen. Und ich muss ehrlich sagen, wer sich hier die Spannung wegnimmt, indem er das Rennen einfach nur vorspult, der macht einen riesigen Fehler. Ricardo hält immer so einen gewissen Sicherheitsabstand. Der soll stattdessen mal Alonso angreifen, der Kerl. Natürlich fahre ich jetzt nur so langsam vor Alonso, ja, damit ich ein doppeltes Podium nochmal für Red Bull raushole, aber Ricardo will nicht. Nee, Quatsch. Ey, sorry, ich bin auch zu nervös, als dass ich jetzt schneller fahren könnte. Ich hoffe einfach nur, dass ich das heil hier runterspiele, das Auto gut nach Hause bringe und die 18 notwendigen Punkte sichere.
Es darf nur noch nichts mehr passieren. Weder Grosjean noch irgendjemandem, der zwischen mir und Raikkonen steht. Status Konkurrent. Kimi's in P10 at the moment. The gap is 12.4 seconds. They're on old softs. The time last lap was a 1 minute 40.6. Die Zeit ist gar nicht mal so schlecht, aber... Was heißt denn gar nicht mal so schlecht? Der fährt auf unserem Niveau, aber... Raikkonen immer noch auf 10. Statuskonkurrent. Kimi's in P10 at the moment. The difference is 13.3 seconds. They're on old softs. The time last lap was a 1:41.3. Der ehemalige Teamkollege. Er wollte es nochmal versuchen. Er hat es nochmal versucht. Und danach war er sehr unentschlossen, in welche Richtung er gehen soll, obwohl ich eigentlich relativ klar gemacht habe, dass ich innen bleibe. Ja, Vettel nochmal mit der schnellsten Rennrunde. Statuskonkurrent. Kimi's in P10 at the moment. The difference is 12.6 seconds. They're on old softs. The time last lap was a 1 minute. Unfassbar. Mir fehlen die Worte. Arriba Bene freut sich nochmal, ja. Aber ich glaube, so viel Freude wird er nicht empfinden. Trotz Sebastian Vettel Sieg. Wahnsinn. Was für ein Rennverlauf. Oh Mann. Und wir nehmen nochmal natürlich die Siegerehrung mit. Daniel Ricciardo auf 4. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich ihn nicht einfach vorbeilasse. Fernando Alonso und ihn. Und... Ricciardo nochmal einen Podiumsplatz gönne, weil der hat so viel Pech gehabt im Laufe der Saison. Da hätte ich es ihm echt nochmal gegönnt, aber dann hatte ich Angst, dass es vielleicht irgendwie wieder so einen KI-Glitch gibt und dass Raikkonen plötzlich 5 Plätze vorne ist, also von wo aus er eigentlich stehen sollte. Ihr wisst, was ich meine, das war eine sehr dumme Formulierung. Dass Raikkonen 3-4 Plätze nach vorne teleportiert. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Und Hülkenberg sogar nochmal mit der 5-Sekunden-Strafe. Eieieiei. Aber der ist sich scheinbar auch mitten im Rennen schon abgesessen, oder? Ja, und hier sieht man auch, warum... Wow, was ist denn da los? Moment mal. Ich dachte, Nico Hülkenberg wäre Futter für Raikkonen. Aber nee, ganz im Gegenteil. Raikkonen, es war seinerseits aber unter Druck von Van Dorn. Hamilton kam nicht vorbei an den beiden Force India und Nico Hülkenberg, der ist vorbei an beiden Force India gefahren. Was ist da denn los gewesen? Wahnsinn, ey, krasse Sache. Ja, ihr seht gerade, ich habe dieses Mal für die Abmod dann doch wieder das nicht nachkommentierte genommen. Ich will diesen Moment dann einfach nochmal mitnehmen. Den WM-Titel verteidigt. 2 Rennen vor Schluss, hätte ich überhaupt nicht mehr dran geglaubt.
vor diesem Rennen eigentlich auch nicht mehr. Vor allem, weil meine Qualifying Pace auch immer so bei 36,5 bis 37,0 hin und her gehinkt ist. Und dann kommt plötzlich so eine krasse Runde zusammen, wie ich sie dann zusammenbekommen habe. Wahrscheinlich im E-Sports-Vergleich immer noch nicht so super schnell, aber ja, es war ausreichend schnell, damit man seinen Teamkollegen sogar nochmal deutlich schlägt und vor ihm startet. Und von P6 aus habe ich halt direkt die Dive-Bomb durchgezogen. Das war verrückt, dieses Rennen. Verrückt. Einfach nur verrückt. Gucken wir nochmal auf die Rangliste. Raikkonen schafft's nicht. Verliert nach dem letzten Rennen noch einmal hier die Führung der Gesamtwertung. Und wir sind als einziges über die 300-Punkte-Marke hinausgekommen. Sebastian Vettel, 217 Punkte für ihn. Nach einer solchen Saison, ich glaube in Saison 3 war's, hat er es jetzt doch geschafft, nochmal ein bisschen nach vorne zu kommen. Ich bin mir sicher, mit ein paar weniger Defekten hätte er da vorne auch nochmal mitspielen können. Aber hey, ist auch, glaube ich, so ganz gut für ihn gelaufen. P3 kann man mit zufrieden sein in der Fahrerwertung. Ja, es ist immerhin besser als das, wo Bottas steht. Der hätte nämlich jetzt auch auf der 3 stehen können, wenn er keinen Defekt gehabt hätte. Dann hätte wahrscheinlich auch Vettel nicht mehr die Chance gehabt, an Alonso vorbeizuziehen und den Sieg zu holen. Fernando Alonso seinerseits, ja, der wird sich ein bisschen ärgern. Der hatte die Chance, jetzt nochmal ein bisschen mehr zu punkten. 10 Punkte mehr hätte er holen können. Aber so ist es nur der dritte Platz geworden mit 500stel Sekunden Rückstand zu mir. Ich habe da ja nochmal in den Schongang gestellt. Wie gesagt, ich hatte überlegt, beide Fahrer nochmal vorbeizulassen. Den Teamkollegen, weil er ja 3 schöne gemeinsame Jahre mit uns hatte, und den anderen Teamkollegen, weil er in diesem Jahr sehr viel Leid durchleben musste und 91 Punkte am Ende der Saison hat. Ja, und Lewis Hamilton, für den lief es überhaupt gar nicht in dieser Saison. 179 Punkte sogar nur. Ja, und Stoffel van Dorn fällt da sogar nochmal hinter den beiden Force India zurück. Da wird McLaren sich ärgern, dass sie ihren Weltmeister nicht halten konnten. Und in der KWM, nein, da ziehen wir nochmal an Mercedes vorbei. Wie geil ist das denn? Vorbei an Mercedes, 10 Punkte Vorsprung. Boah, ey, da kam uns der Valtteri Bottas-Ausfall nochmal zugute und Lewis Hamilton auch mit einem Rennen zum Vergessen. 2 Punkte hat er hier geholt. Verrückt. Ja, Leute, ich springe jetzt nicht weiter, ansonsten skippe ich hier diesen gesamten Part mit der Wiederholung. Ich gehe auch schon mal hier drauf. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr viel Spaß bei diesem Rennen hattet, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten geht F1 2017 jetzt voraussichtlich in eine Pause, in eine 4,5-wöchige Pause, 5-wöchige Pause. Nee, wie lange dauert das? Ja, nee, sogar so ein bisschen länger. 8-9 Wochen wird Formel 1 pausieren tatsächlich jetzt. Zumindest F1 2017, um das schon mal vorzugreifen. Bis es dann wahrscheinlich mal mit einer F1 2018 Mod wieder zurückkommt. Und in der Zwischenzeit gibt es da ein anderes Projekt, das, ich sag mal, die Stelle von F1 2017 einnimmt, für ein bisschen Abwechslung sorgt und vielleicht mal ein wenig lautere Motoren uns beschert. Seid gespannt, was damit gemeint ist. Ich glaube, der eine oder andere könnte das schon vermuten. Für dieses Mal war es das allerdings mit dem WM-Titel. Ich fasse es immer noch nicht. Dass Raikkonen so absackt im letzten Rennen. Also, da muss es doch auch irgendeine Form von Momentum geben, oder, im Spiel? Keine Ahnung. Egal. Ich nehme den Titel entgegen. Ich bin höchst dankbar für den Titel und auch, dass ihr dabei wart. Schaltet Mittwoch um 12 Uhr, wenn es dann weitergeht, definitiv ein. Denn es wird ein Spiel sein, das euch alle, denke ich, sehr freuen wird. Und zumindest ja, alle Formel 1 Fans unter euch und die Leute, die auch Formel 1 zwar mögen, aber ein bisschen Abwechslung wollen. Ja, was bleibt nur noch übrig zu sagen? Genau, heute Abend Motorsport Manager Livestream. Auch da könnt ihr gerne einschalten, aber ja. Aber bitte nicht spoilern. Nirgends spoilern, auch nicht in einem Livestream in den Chat kommen und sagen, hey, gratuliere zum WM-Titel, weil das ist immer wieder mal passiert und das ist ein bisschen blöd für die Leute, die das Finale dann nicht gesehen haben. Aber an der Stelle, vielen Dank fürs Einschalten und ja, macht's gut.